Sonntagnachmittag, Trainerdebüt für Taifun Korkut bei Hertha BSC. Ja, Korkut zuletzt seine Trainerstation 2018 beim VfB Stuttgart. Und natürlich startet er dann auch hier im Schwabenland. Wir schauen auf die Aufstellung der Gastgeber Pellegrino Materazzo, zuletzt mit dem 2:1 gegen Mainz 05. Das waren extrem wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Und ja, der ist schon ausgerufen am 13. bzw. 14. Spieltag. Die Hertha unter Korkut im 4-4-2 aufgestellt. Boyata kehrt zurück. Maolida in der Startaufstellung. Jovetic und Piontek in der Doppelspitze. Das durchaus bemerkenswert. Der VfB startete besser rein in diese Partie, hatte logischerweise aufgrund des letzten Heimerfolgs auch eine durchaus breite Brust. Aurel Mangala legt den Ball raus zu Sosa. Die Hertha erstmal auf defensive Ordnung aus. Das klappte auch erstmal gut. Boyata hält dann gegen Koulibaly den Fuß rein und verhindert Schlimmeres. Silas wieder auf der Bank. Für die Startaufstellung reicht es nach wie vor noch nicht. Viertelstunde knapp gespielt. Und die Hertha mal mit einer Kontermöglichkeit. Piontek, und jetzt geht's auch spielerisch mal gut. Askasibar, Jovetic, der passt dann aber zu unpräzise. Aber das war mal tatsächlich ein ganz vernünftiger Spielzug, der letztendlich aber in den Armen von Florian Müller endet, der den Ball ohne Probleme aufnehmen kann. Durchaus muntere Partie am Sonntagnachmittag, nicht einschläfernd. Die Hertha wirkte auch aktiver als noch zuletzt unter Dardai. Und dann dieser Paukenschlag aus der zweiten Reihe von Omar Marmoush. Da muss sich Alexander Schwolo ganz weit strecken, ganz lang machen. Das war ein super Abschluss, bekommt Marmoush natürlich auch viel zu Platz, kann sich da drehen, stark hält nur den Fuß rein, kann aber nichts mehr machen. Das war bislang nicht ohne Grund die größte Möglichkeit. 10 Minuten vor dem Seitenwechsel dann ein unsanftes Einsteigen an der Strafraumgrenze von Borna Sosa. Der erhält da auch direkt die gelbe Karte. Es war auch durchaus hitzig mitunter. Der VfB aber stand der Hertha in nichts nach. Kämpferisch, auf hohem Niveau, spielerisch zumindest nicht unterdurchschnittlich. Ein bisschen mehr konnte man sich aber für den zweiten Durchgang dann doch erhoffen, auch wenn man nicht mit einem Fußballspektakel zwischen diesen beiden Mannschaften gerechnet hatte. Nun die Hertha. Freistoßsituation im Mittelfeld, dann spielen sie es nach vorne aus und Marco Richter stößt in den Rückraum und schlägt zu. 53. Minute. Wenn jemand zuletzt bei der Hertha positiv aufgefallen ist, dann war es eben Marco Richter. Den Ball setzt er hier wuchtig ins Netz. Müller kann den Ball nicht mehr erreichen. Zu stramm geschossen. Die Führung für die Gäste. Schon etwas überraschend, der erste Durchgang ging doch leicht an den VfB. Natürlich wollten sie auf den Ausgleich drängen. Die Hertha aber wieder mit guten Umschaltsituationen. Dann wird Piontek gelegt. Sie ahnen es vielleicht schon von Borna Sosa. Der sieht die Ampelkarte. Gelb-rot von hinten rein. Komplett unnötig. In Unterzahl und jetzt auch noch eben der Rückstand seit Anfang der zweiten Halbzeit. Es wird nicht leichter. Und Jovetic hätte in der 60. Minute dann fast schon den absoluten Gamebreaker rausgehauen. Trifft die Unterkante der Latte. Er stand nicht im Abseits, der Treffer hätte gezählt. Aber er geht dann doch deutlich vors Tor. Von Stuttgart kam nun nicht mehr viel mit 10 Mann. Stattdessen die Möglichkeit in der 79. Minute für Jürgen Eckelenkamp, die Führung auszubauen. Das 0:2 wäre hier nochmal möglich gewesen, aber der Ball geht drüber. Sollte aber nichts mehr machen. Tatsächlich gelingt
Taifun Korkut sein Debüt bei seinem Ex-Club beim VfB Stuttgart. Die Hertha gewinnt mit 1:0 und verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf.